Und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Auch heute haben wir die vorletzte Folge vor der Sommerpause. Und das ist ganz passend, denn wir haben den vorletzten Vers der Offenbarung, Kapitel 12. Offenbarung 12, Vers 16. Bevor wir den anschauen und gemeinsam betrachten, wollen wir uns Zeit nehmen, kurz niederzuknien und zu beten. Und dann wollen wir beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir zu dir kommen können. Wir danken dir für die Lehren, die wir jetzt schon gerade im Adventsgeschichtsseminar erkennen konnten und die wir übertragen konnten, auch für unser Leben. Und wir bitten dich jetzt, dass wenn wir diesen Vers in Offenbarung studieren, dass du uns hilfst, ihn richtig zu verstehen. Öffne du uns die Schrift, öffne du uns deine Gedankengänge, die du gehabt hast, als du das hast niederschreiben lassen. Und bitte gib, dass wir erbaut werden dadurch, gekräftigt werden und von dir geführt und geleitet werden. Wir danken dir, dass du jetzt bei uns bist nach deiner Verheißung und bitten dich um deinen Segen. Wir beten im Namen Jesu. Amen. Offenbarung 12 und dort Vers 16. Wir haben das letzte Mal uns kaum zurückhalten können, den noch nicht anzusprechen, weil er so intensiv verbunden ist mit dem Vers 15. In Vers 15 hatten wir gelesen, und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und die Erde half der Frau, und die Erde, das ist jetzt Vers 16, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Also um den Vers richtig zu verstehen, müssen wir natürlich Vers 15 richtig verstehen und wir haben es ja letztes Mal angesprochen. Vielleicht ganz kurz zur Wiederholung. Wir wissen ja, der Drache steht für den Satan und für all die Mächte, die er benutzt, um sein Werk zu tun. Die Frau steht für die Gemeinde und der Wasserstrom stand wofür? Das stimmt, aber wer war letztes Mal da und kann sich erinnern, was wir genauer gesagt haben? Denn hier ist ja ein Wasserstrom, wir haben darüber gesprochen, dass es in der Bibel Stellen gibt, wo ein Wasserstrom tatsächlich erwähnt wird. Nicht nur Wasser. Also Wasser steht für Völker, Nationen, Stämme und Sprachen, das stimmt. Welcher Vers war es nochmal? Letztes Mal haben wir uns vorgenommen, es auswendig zu lernen. Genau, Offenbarung 17, Vers 15. Genau, Offenbarung 17, Vers 15 sagt uns, dass Völker, Nationen, Stämme und Sprachen durch Wasser dargestellt werden. Aber vielleicht nochmal ganz kurz als Wiederholung, damit wir das auch haben zum Beispiel in Jesaja 8 und dort Vers 7. Ich glaube, es war letztes Mal vielleicht nicht ganz so super deutlich. Hat mich hinterher jemand nochmal gefragt, deswegen wollen wir es nochmal wiederholen. Es geht um die Frage, wenn Wasser, Völker, Nationen und Stämme und Sprache sind, wofür steht dann ein Wasserstrom? Und da heißt es in Jesaja 8 und dort Vers 7. Siehe, so wird der Herr die starken und großen Wasser des Stromes über sie bringen. Wen bringt er? Den König von Assyrien mit seiner ganzen Herrlichkeit. Der wird sich über all seine Flussbetten ergießen und über alle seine Ufer treten. Jetzt, wovon spricht der Prophet hier? Was hat er prophezeit, der Jesaja? Wenn er dieses Bild verwendet? Wie hat sich das erfüllt? Genau, wie wurde das Volk eingenommen? Also wie wurde Israel eingenommen? Kriegerisch, durch eine Armee. Da kam also eine Armee und kam in das Land Israel und hat das Land Israel zerstört. Das war die assyrische Armee. Jetzt, warum wird das mit einem Strom verglichen, der über seine Ufer tritt? Genau, das ist die Idee. Solange der Wasserstrom in seinem Flussbett ist, ist es sozusagen das Volk, das sozusagen in seinen eigenen Grenzen bleibt. Wenn der Wasserstrom sich ergießt und sozusagen es zu einer Überschwemmung kommt, dann ist das ein Symbol dafür, dass diese Nation seine Grenzen überschreiten wird, eine andere Nation einnehmen wird oder verheeren wird. Und wir wissen, dass Überschwemmungen ein verheerendes Resultat haben. Haben uns erst vor kurzem wieder davon überzeugen dürfen. Und genauso ist es auch mit Kriegen. Wenn eine Nation sich erhebt, andere Nationen einzunehmen, dann ist es eine verheerende
Konsequenz die Folge. Es gibt auch andere Verse, die das deutlich machen. Schaut mal zum Beispiel einen ganz berühmten Vers, den haben wir letztes Mal vergessen, deswegen möchte ich ihn noch nachtragen. In Daniel 9. Worum geht es in Daniel 9? Es geht um das Gebet, das stimmt. Die allermeiste Zeit geht es ums Gebet und ganz am Ende geht es dann auch noch um die Prophetie. Was für eine Prophezeiung geht es da in Daniel 9? Die 70 Wochen, die sich dann auf den Messias beziehen, den kommenden Messias. Und dann gibt es ein Detail in dieser Prophezeiung, das wir meistens nicht so ausführlich behandeln, wenn wir Evangelisationen haben, weil es jetzt nicht direkt mit dem Messias zu tun hat. Aber dort in Vers 26 heißt es, und nach 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Wer war der Gesalbte? Jesus, der Messias. Und die Ausrottung bezieht sich auf? Auf die? Wie ist der Messias ausgerottet worden? Auf die Kreuzigung, richtig, durch den Tod. Und ihm wird nicht zuteil werden. Und jetzt Achtung, die Stadt aber, samt dem Heiligtum, wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis an das Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Frage, um welche Stadt geht es hier? Um Jerusalem, welches Heiligtum? Der irdische Tempel. Und wie soll nach dieser Prophezeiung die Stadt und das Heiligtum zerstört werden? In der überströmenden Flut. Jetzt, wie viel Wasser ist angestiegen, um Jerusalem zu begraben? Keines. Das ist also ein Symbol. Können wir das sehen? Jetzt, wie hat sich das erfüllt? Was war diese Flut, die Jerusalem zerstört hat? Der Krieg, die römische Armee. Das heißt, wir haben jetzt zwei biblische Beispiele aus der Prophetie, aus Jesaja und aus Daniel, die zeigen, die Einnahme der Krieg durch eine feindliche Armee wird durch einen Wasserstrom oder eine Flut dargestellt. Das wird auch in Vers 27 mal deutlich. Da heißt es, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Also dieses Bild von Verwüstung und Wasser sich ergießt, das ist etwas, was in der Bibel ganz oft zusammengeht. Das heißt also, halten wir fest, Wiederholung ist damit abgeschlossen, dieses Wasser, das aus dem Mund des Drachen kommt, war was in Wirklichkeit? Wie hat sich's erfüllt? Genau, kriegerische Konflikte, feindliche Soldaten, die im Auftrag des Satans und damit seiner Gefährten, der Kirchen oder der Kirche der damaligen Zeit, die letztendlich Satans Werk getan hat, wie wir aus Daniel 7 wissen, Offenbarung 13, die dort in dessen Auftrag versucht haben, die wahren Gläubigen zu töten. Beispiel, das haben wir letztes Mal angedeutet, die Kreuzzüge gegen die Albigenser, gegen die Waldenser und gegen viele andere Gruppierungen, gegen die Hugenotten, wo die etablierte Kirche immer tatsächliche Soldaten, tatsächliche Armeen verwendet hat. Das heißt, die Prophezeiung hatte uns gesagt, die wahre Kirche wird bedroht werden durch kriegerische Maßnahmen. Jetzt in Vers 16, den wir heute anschauen, wird uns gesagt, was die Antwort Gottes darauf ist. Was passiert in Vers 16? Die Erde verschwindet, aber was passiert vorher noch? Die Erde hilft und sie tut sich auf und verschlingt das Wasser. Jetzt, wenn das Wasser symbolisch ist, dann ist wahrscheinlich das Auftun der Erde auch nicht buchstäblich gemeint, richtig? Also wir sollten nicht erwarten, dass jetzt mitten wo irgendwo in Norditalien bei einem Kreuzzug gegen die Waldenser plötzlich die Erde sich aufgetan hat und die Armee des Herzogs von Savoyen dann zum Erdmittelpunkt gefahren ist. Das ist nicht passiert. Aber offensichtlich zeigt die Bibel hier, dass es Dinge geben wird, die dazu führen, dass die feindlichen Armeen nicht mehr die wahren Christen erreichen können, genauso wenig wie das Wasser die Frau erreichen kann. Die Erde tut sich auf und das Wasser kann die Frau nicht mehr erreichen. Die Frau bleibt sozusagen trocken. Sozusagen, ja. Und so wird es offensichtlich im Laufe der Zeit Entwicklungen geben, die dazu führen, dass diese Staaten der damaligen Zeit es nicht mehr schaffen werden, diese Heretiker, wie sie genannt haben, unter ihre Kontrolle zu bringen. Frage. Wo kommt in der Bibel nochmal die Idee vor, dass die Erde ihren Mund auftut? Die Rotte Korach, nicht wahr? Kommt diese Idee noch vorher einmal auf? Bei Kain und Abel. Jetzt schlag mal mit mir auf.
Ja, bei der Flut haben sich auch die Großen die Erde auch aufgetan, aber nicht um das Wasser zu verschlingen, sondern das Wasser rauszubringen. In 1. Mose 4 und dort Vers 11. Dort heißt es: Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Das ist ein interessanter Vers. Warum hat sich der Erdboden hier aufgetan? Warum ist der Abel umgebracht worden? Ja, ist die halbe Antwort, weil er treu war, aber deswegen ist er nicht umgekommen. Ja. Genau, es gab jemanden, der neidisch auf ihn war. Jemand, der zwar auch Gott dienen wollte, aber halt nicht so genau, wie die Bibel es sagt, oder wie es damals das Wort Gottes gesagt hat, sondern halt ein bisschen auf eigene Art und Weise. Und als er gesehen hat, dass es dem anderen gut geht, ihm nicht, ist das passiert, was wir gesehen haben, immer passiert, wenn Fleisch und Geist gegeneinander kämpfen. Das Fleisch verfolgt den Geist. Wenn wir sozusagen die Geschichte jetzt übertragen würden aufs Mittelalter, dann wäre Abel die treue Gemeinde und Kain die andere Gemeinde, die Kirche, die auch ein Opfer bringen will, aber ein falsches Opfer. Übrigens, welches Opfer bringt die Kirche eigentlich? Opfert die Kirche? Die holt jeden Sonntag ein Opfer. Und wie viel Blut ist da in dem Opfer drin? Er wird zwar gekreuzigt, aber ihr wisst, dass unter normalen Umständen in aller Regel man nur dort die Hostie nimmt, aber nicht vom Becher, nicht wahr? Ohne Blut. Ganz, ganz interessant. Ich will jetzt nicht zu weit ausführen, aber einfach nur, dass wir ein bisschen die Ideen haben, dass tatsächlich diese Prinzipien sich immer wieder finden, von der Urzeit her bis in bis in unsere Zeit hindurch. Aber jetzt denken wir drüber nach. Hier sagt es uns, dass die Erde den Mund auftut, um das Blut des Märtyrers aufzunehmen. Jetzt, was sagt Offenbarung 12, Vers 16? Sie nimmt was auf? Sie verschlingt den Strom. Wofür steht der Strom nochmal? Also in unserem Bild von Abel und Kain, wer wäre das dann? Der Kain, nicht wahr? Das heißt mit anderen Worten, dieselbe Erde, die zuerst getränkt wird mit dem Blut der Märtyrer, sie ist es, die dann ihren Mund auftut und die Verfolger aufnimmt. Das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, dass in der Bibel also beides zutage tritt. Ja? Jetzt gehen wir ganz kurz, wir werden das gerne noch vertiefen, zur Rotte Korach. Was war das? Wo ist die Geschichte von der Rotte Korach zu finden? Das sind 4. Mose und 4. Mose Kapitel, weiß es jemand von euch? 4. Mose Kapitel 13, 14, 15, 16 ist es. 4. Mose Kapitel 16. Wir müssen jetzt nicht das Ganze lesen, aber könnt ihr mir kurz zusammenfassen, worum geht es in der Geschichte von der Rotte Korach? Es gibt Rebellion. Gegen wen? Ja, das stimmt, aber gegen wen rebellieren sie eigentlich? Gegen Aaron. Gegen Aaron auch? Das stimmt auch. Gegen Gott. Es ist Rebellion gegen Gott. Und worin besteht diese Rebellion? Was ist ihr Ziel von Korach und dem? Sie wollen eine. Welche Position wollen sie haben? Sie wollen die Position von Aaron. Was ist Aarons Position? Hohe Priester. Jetzt, was war ihre eigentliche Position? Welche Position hatten sie? Es waren Leviten. Es waren sogar Leviten von der Gruppe der Leviten, die die Geräte anfassen durften. Ja, ihr wisst, die Leviten waren in drei Gruppen geteilt. Die Kahatiter, die Mersoniter und die Gersoniter. Nee, die anderen hießen anders. Die Kahatiter, Gersoniter und wie hießen die dritten? Mahatiter? Finden wir noch raus. Ist mir aus dem Kopf entfallen. Aber es war jedenfalls die Gruppe, es waren die Kahatiter, die den Auftrag hatten,
die Bundeslade und all die anderen Geräte zu tragen. Das heißt, von all den Aufgaben, die man im Volk Gottes haben konnte, hatten sie die höchste Aufgabe überhaupt. Und waren trotzdem unzufrieden. An wen erinnert euch das? Luzifer, nicht wahr? Der die höchste Position hatte, die man überhaupt haben konnte, nämlich am Thron Gottes. Er war sozusagen einer der Kahatiter, also der damals im Universum sozusagen, ja. Und hat trotzdem dagegen rebelliert. Und die Bibel sagt, dass sich die Erde aufgetan hat, um sie zu vernichten. Gibt es im Mittelalter auch so eine Form von Korach-Rebellion? Gibt es da Menschen, die auch eine Position in Anspruch nehmen, die ihnen nicht zusteht? Papsttum. Das Papsttum. Denn was für eine Position nimmt das Papsttum für sich in Anspruch? Denk scharf nach. Ja? In welchem besonderen Sinne? Er ist der Vermittler. Er nimmt für sich den Anspruch, hoher Priester zu sein. Ja, er nimmt für sich in Anspruch, das Papsttum nimmt für sich in Anspruch, Sünden vergeben zu können. Das, was allein der hohe Priester kann. Wir haben also da in der Geschichte eine Gruppe von Menschen, die das Amt des hohen Priesters für sich in Anspruch nimmt und das als eine Rebellion. Und wir haben im Mittelalter eine Rebellion, wo Menschen auch das Amt des wahren hohen Priesters für sich in Anspruch nehmen. Jetzt, die Menschen, die es damals im Mittelalter gemacht haben, waren ja Leute, die viel Wissen über die Bibel hatten. Sie waren reich gesegnet. Hätten sie das, was sie an Wissen hatten, umgesetzt, wäre eine super Sache gewesen. Aber sie haben nach etwas getrachtet, was ihnen nicht zusteht. Und das ist das, was die Rebellion dann zur Rebellion geführt hat. Und wie wir sehen, auch in der Geschichte von Korah, wenn jemand rebelliert, so wie bei Kain, wird er immer auch gegen die kämpfen, die treu sind. In dem Fall Aaron und Mose und so weiter. Und bringt die dann noch mit in Gefahr. Und das ist das, was wir mittlerweile erlebt haben. Ja, der Teufel auch ein Drittel Hilfe. Ja. Der hat auch sich so genommen, dem Volk. Ja. Ja, und gegen den Mose und Aaron. Wir sind auch gleich, so wie du, weißt du, so besser. Ja. Und das ist dieses Problem, da nehmen sie sich nicht nur die, bei Kain war der Einzige, ja, ja. Aber da ist jetzt ein ganzer Volk. Ja. Du hast einen wichtigen Punkt gesagt, dass so eine Rebellion nie alleine bleibt, sondern dass sie immer Nachfolger mit sich zieht. Nur bei Kain ging es nicht, weil es gab niemanden, den er hätte beeinflussen können. Aber sowohl bei Satan als auch bei Korach sehen wir das, dass dann andere mitgezogen werden in diese Rebellion. Und das finden wir natürlich im Mittelalter genauso. Und die Bibel sagt uns, wie Gott mit dieser Rebellion umgeht. War das etwas Gewöhnliches, dass die Erde sich auftut? Wie nennt Gott das? Schaut mal mit mir in Vers 32. Ne, bevor Vers 32, es ist in Vers 29 und 30. Da sagt Mose etwas ganz Spannendes. Er sagt in Vers 29 und 30, wenn diese sterben werden, wie alle Menschen sterben und gestraft werden mit einer Strafe, wie sie alle Menschen trifft, so hat der Herr mich nicht gesandt. Das ist gewusst, dass anhand der Art und Weise, wie Korach und seine Rotte sterben würden, sollte das Volk erkennen, ob Mose von Gott gesandt ist oder nicht. Wenn aber der Herr etwas Neues schaffen wird, sodass der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunterfahren ins Totenreich, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben. Das heißt, die Art und Weise ist nicht einfach nur eine Strafe, sondern sie offenbart die Kraft und die Helligkeit Gottes. Diese Art und Weise, dass die Erde sich auftut, ist etwas Neues und sie hat einen bestimmten Zweck, nämlich sie soll die Menschen, die das beobachten, dazu bringen, Gott zu erkennen. Das heißt mit anderen Worten, was auch immer dort passiert ist, dann im Laufe des Mittelalters, was Vers 16 erfüllt, es war nicht nur etwas, was jetzt die feindlichen Armeen abgehalten hat, sondern es war etwas, was dazu geführt hat, dass Gott erkannt wird, wie er wirklich ist. Und unsere Frage, die wir jetzt noch uns vorstellen und uns fragen wollen, ist einfach die, einen Vers müssen wir noch lesen, aber ihr könnt euch die Frage schon mal legen, wie hat sich das praktisch erfüllt im Mittelalter oder dann in dieser Zeit? Wie hat sich diese Erde aufgetan? Wie ist dieser Strom an Verfolgung durch Militär, wie ist der gestoppt worden, zumindest für eine ganz erhebliche Zeit. Aber einen Text wollen wir noch anschauen, nämlich was dieses Verschlingen bedeutet. Wir haben ja gelesen, die Erde verschlang den Wasserstrom. Und da gibt es eine interessante Idee, und zwar in 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, Vers
54. Erste Korinther 15, Vers 54. Dort sagt uns die Bibel: Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist was? Ist verschlungen in den Sieg. Jetzt, was bedeutet das, dass der Tod verschlungen ist in den Sieg? Wo ist der Tod dann? Wo ist der Tod dann? Er ist nicht mehr da. Das heißt, das Verschlingen bedeutet eigentlich, dass das, was verschlungen ist, nicht mehr da ist. Wenn ich etwas verschlinge, also wenn ich zum Beispiel eine Melone verschlinge, ist die Melone immer noch da, nicht, weil sie ist nur in meinem Bauch. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Der Tod ist nicht einfach im Leben irgendwo verborgen. Der Tod ist weg. Dieses Wort Verschlingen meint in diesem Zusammenhang, es ist dann nicht mehr da. Nicht einfach nur irgendwo eingesperrt, sondern nicht mehr da. Das heißt, die Idee ist, wir suchen eine Erfüllung, wo tatsächlich die Gemeinde zu einem Punkt kommt, die Gemeinde Gottes, wo sie durch die Vorsehung Gottes gar nicht mehr in der Gegenwart von feindlichen Mächten ist. Und jetzt ist meine Frage an euch. Helft mir doch mal. Wie hat sich dieser Vers auf Offenbarung 12, Vers 16 erfüllt? Was ist passiert, damit die feindliche Verfolgung durch feindliche Armeen gestoppt wurde, aufgehört hat? Genau, das haben wir gelesen. Aber was ist die Erfüllung davon? Wie hat es sich praktisch erfüllt? Die konnten keinen Einfluss mehr. Wodurch? Wodurch? Die wurden geschützt. Die wurden geschützt, ja. 1798, wo der Papst gefangen genommen wurde. Okay. Praktisch die Macht völlig gebrochen. Das ist interessante. Und auch schon ein paar Jahre davor. Ja, das ist ein interessanter Gedanke, dass die Gefangenen des Papstes 1798 einen Unterschied bewirkt hat. Aber Vers 16 spielte noch in der Periode, noch innerhalb dieser 1062 Jahre. Da war schon innerhalb dessen, ging schon etwas los, was natürlich später zu dem geführt hat auch. Was ist es gewesen, das der Gemeinde geholfen hat vor der Verfolgung? Ich denke, es sind zwei Dinge. Eine andere Sache können wir noch mit erwähnen. Aus den Städten raus? Ja, das wussten wir schon vorher, dass sie in die Wüste an dem von Gott bereiteten Ort gegangen ist. Nicht, ja? Aber dann kam ja der Verfolgungsstrom auch dorthin. Die sind ja nicht Jahrhunderte unentdeckt geblieben in Waldenser Tälern zum Beispiel oder in ihren Gebieten. Gott hat ihnen gegeben ein Land. Was für ein Land war das? Amerika. Jetzt, wie wird Amerika, kommt Amerika in der Prophetie nochmal vor? Auf Offenbarung 13, wie wird es da beschrieben? Ein lammähnliches Tier, das woher kommt? Aus der Erde. Warum kommt dieses Tier, warum ist dieses Tier lammähnlich? In Offenbarung 13, Vers 11, lassen wir es gemeinsam aufschlagen, heißt es, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Das Lamm steht für Christus. Das war eine Nation, die christlich bis in ihre Fundamente war. Wir haben das vorhin gesehen. Einige der Politiker, selbst wenn die keine tatsächlichen Christen waren, haben so biblische Prinzipien in der Regierung gehabt, das war wirklich unglaublich. Nur wir wissen, heute ist mehr Drache als Lamm zu sehen, aber dieses Land war wirklich tiefchristlich. Warum? Weil die ganzen wahren Christen der wahren Gemeinde dort hin sind. Die Erde half der Frau. Sicherlich kann man noch dazu hinzufügen, dass es nicht nur Amerika war, sondern durch die Reformation, die auch in diese Zeit dann fällt, sind eine ganze Reihe von Gebieten auch in Europa sicher geworden. Denn die Idee war ja, die Idee des Verses ist, dass die feindlichen Armeen nicht mehr die Gemeinde erreichen. Und was wir erleben, sowohl durch die Reformation als auch durch die Entdeckung von Amerika und dann die Pilgerfahrt dorthin, dass es jetzt Gebiete gibt, wo keine päpstliche Armee hin kann. Um 1300 herum gab es so ein Gebiet nicht.
Jedenfalls das, was in der damaligen Welt bekannt war. Aber dann um 1600 und folgende gibt es dann Gebiete. Es gibt Württemberg, wo die Hugenotten hinfliegen konnten, die Waldenser. Wisst ihr, dass es in Württemberg eine ganze Reihe von Waldenser-Dörfern gibt? Mal gehört? Perus zum Beispiel, Pinasche. Sind alles Dörfer hier zwischen Stuttgart und Frankfurt, die angelegt worden sind von Hugenotten und von Waldensern, die auf der Verfolgung geflohen sind und dann ein Gebiet erreicht haben, Württemberg, das reformatorisch war, wo die päpstlichen Armeen nicht hinkommen konnten. Oder andere Gebiete wie in Brandenburg zum Beispiel, England zum Teil, Niederlande und dann natürlich ganz besonders Amerika, denn dort konnte man nun wirklich nicht hin. Da war ein langer Ozean dazwischen. Und da gab es auch freie Gesetze. Da gab es dann irgendwann auch freie Gesetze, genau. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis die Christen dort auch sich richtig ihrer Freiheit bewusst worden sind und diese Prinzipien alle verstanden haben, aber die gab es dann auch. Das heißt, was wir sehen ist, dass Gott auch in der tiefsten Verfolgung dafür gesorgt hat, dass es einen Ort gibt, wo die Menschen hin konnten. Und wir können davon ausgehen, dass viele dieser Dinge, die in dieser Zeit stattgefunden haben, wie die Entdeckung von Amerika und wie die Reformation, eins und allein oder vor allem das Ziel hatten, einen Hafen zu bieten für diejenigen, die verfolgt und gejagt worden sind. Und das blieb dann auch so bis 1798. Die Verfolgung hat dann nicht nochmal groß zugenommen, es hat eher abgenommen. Jesus sagte, die Zeit wird verkürzt werden. Vielleicht können wir den Vers noch lesen. Diese große Trübsalzeit in Matthäus 24 bezieht sich ja auf das Mittelalter. Und da heißt es in Vers 22, Matthäus 24, Vers 22, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Ungefähr, man sagt so ungefähr 25 Jahre vor 1798. Hatte die Verfolgung selbst in den päpstlichen Ländern so gut wie fast aufgehört. Es gab es noch ein bisschen, aber eigentlich hat es wesentlich aufgehört. In den protestantischen sowieso. Gott hat dafür gesorgt, dass das früher zu Ende ging, als sozusagen die Prophezeiung von der Jahreszahl man hätte denken können. Aus einem Grund, damit die Gemeinde überlebt. Damit die wahren Christen, der Gedanke des wahren Christentums überlebt. Ich denke, das hat auch für uns eine wichtige Relevanz, aber der eigentlich, wenn du den Kontext, den können wir ein andermal noch betrachten, aber der eigentliche Kontext von Matthäus 24 ist an der Stelle ganz definitiv das Mittelalter und wird auch so im großen Kampf ganz ausgelegt. Mhm. Genau. Gut, ihr Lieben, damit sollen wir es heute bewenden lassen für Offenbarung 12, Vers 16, mit diesem Gedanken, dass Gott zu allen Zeiten seine Gemeinde bewahrt. Meint ihr, bewahrt sie auch heute? Ja. Wird es eine Verfolgung geben? Ja. Wird diese Verfolgung dann kurz sein? Ja. Wird es Plätze geben, die Gott vorbereitet hat, wo wir uns zurückziehen können? Ja. Ja. Und Gott bereitet sie jetzt schon vor. Wenn ihr aufmerksam aufgepasst habt, auch bei der Adventgeschichte wisst ihr, Gott bereitet lange im Voraus vor, bevor wir die Handlung vornehmen. Er bereitet wahrscheinlich jetzt schon vor, oder hat schon längst vorbereitet, die Plätze, wo wir hin können. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass Gott das tut. Und man musste damals als Waldenser, als Hugenotte oder auch als Puritaner auch das Heft in die Hand nehmen und sagen, dann segle ich nach Amerika, nicht wahr? Dann gehe ich nach Baden-Württemberg, dann nach Württemberg. Wir müssen auch die Zeichen der Vorsehung sozusagen, die Gott uns gibt, auch erkennen. Und in diesem Sinne, lasst uns Gott danken für diese Ermutigung. Und nächstes Mal werden wir dann mit Vers 17 beginnen. Und das wird natürlich eine Bombe, denn Vers 17 ist einer der wichtigsten Verse des ganzen Kapitels. Und da werden wir viel zu lernen und viel zu studieren haben. Denn Vers 17 beschreibt dann die Epoche ab 1798. Was passiert mit den letzten Generationen der Gemeinde, der wahren Gemeinde? Das werden wir dann anschauen. Seid herzlich eingeladen dazu. Jetzt wollen wir noch Gott danken dafür, dass er uns das gezeigt hat heute. Und dann schließen wir, wollen wir noch gemeinsam niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von
Herzen für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, was dein Wort uns sagen möchte. Wir haben gesehen, dass du in der Lage bist, uns zu bewahren und zu beschützen, auch dann, wenn Verfolgungen uns drohen. Und dass du Wege und Mittel hast. Du hast 1000 Wege, von denen wir nichts wissen. Und Herr Jesus, davon danken wir dir von ganzem Herzen. Vergib uns, wo wir das vergessen haben und wo wir vielleicht verzweifelt worden sind oder dir nicht vertraut haben. Wir möchten unser ganzes Leben in deine Hände legen und dich bitten, dass du uns bewahrst und behütest. Und wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du alles wohl machst und dass du uns auch in dieser letzten Zeit und Schritt für Schritt führen möchtest. Sei du bei uns, halte du uns fest an deiner Hand und schenke uns deinen Heiligen Geist nach deiner Verheißung. So beten wir im Namen Jesu. Amen.